Hallo liebe Freunde von Crypto TV. Schön, dass ihr wieder mit mir beim Spazierengehen unterwegs seid. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Heute findet wieder eine Friedensprozessionsmarsch statt in der Stadt Salzburg mit einer anschließenden Friedensmeditationsrunde. Und danach gibt es so auf ein Homa-Ritual. Homa ist ein altes Ritual aus den vedischen Schriften. Das ist mal auf gut Deutsch gesagt ein Feuerritual. Da wird eine Schale aufgestellt und dann werden jeder schreibt sich auf einen Zettel, was drauf, was ihn bedrückt, was ihn besorgt oder was er sich auch wünscht. Und wird es dann zeremoniell in diesem Feuerritual diesen Wunschzettel verbrennen. Und da schaue ich jetzt hin. Ich bin schon sehr spät dran. Ich glaube, ich werde den Friedensprozessionsmarsch leider nicht mehr schaffen, aber die anschließenden Friedensmeditationsrunde, die anschließende, die werde ich sicher noch mit euch erreichen. Und da schauen wir jetzt dann, oder besser gesagt, da sehen wir uns jetzt dann gleich wieder. Denn wie gesagt, ich muss jetzt meine Füße in die Hand nehmen, dass ich nicht ganz so spät komme. Für mich ging es heute drunter und drüber, aber ich schaffe es schon noch. Okay dann, bis gleich. Grüß euch alle, ihr Lieben. Schön, dass so viele gekommen sind. Wir werden jetzt hier heute ein kleines Ritual abhalten, ein Befreiungsritual, ein Loslassritual, in dem jeder etwas in die Flammen werfen darf, von dem er sich befreien möchte, was er loslassen möchte. Das ist jedem selber überlassen, was er da reinschmeißen will. Wir öffnen einfach nur den Raum dafür. Wir haben uns ja davor durch die Meditation schon darauf vorbereitet. Und ja, genau. Bernhard und Rothard werden jetzt noch ein Mantra singen, was das Ganze unterstützt und den Raum energetisch offen wird. Ich werde dazu noch ein Gebet sprechen und leisen. Und danach werden wir die Schale freigeben für alle Teilnehmer, zu entscheiden, was sie reinschmeißen möchten. Ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid und ja, gutes Loslassen. Wir singen das Mantra während dem Loslassen. Ja, das ist gut. Ah ja, genau. Und jeder, der möchte, kann sich auch aufschreiben, was er möchte. Genau. Oh,
Ich kann dir, 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 ich kann dir
Licht am Steg, aber Recht am Steg, Recht am Arm und Recht am Tor. Recht am Arm, Licht am Steg, Recht am Steg, aber Recht am Steg, Recht am Arm und Recht am Tor. Shanti, Shanti, Shanti.
Und auf Deutsch noch. Oh, Frieden, Frieden, Frieden. Ja, auch einmal richtig gut, ja? Jawohl. Gut. Auch bin ich nicht länger. So, hallo liebe Freunde, jetzt ist der Tag schon ziemlich vorbei. Man, vorbei ist er noch lange nicht. Nein, das nicht, aber es ist viel passiert. Genau. Der Merlin, seht ihr, steht jetzt wieder neben mir. Wir haben heute unsere interreligiöse Friedensprozession gemacht mit dem Verein. Der Verein heißt Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg. Genau, sollte man ja auch noch sagen. Genau, wir haben den am Freitag beschlossen. Vereinseinreichung ist jetzt nächste Woche, sobald die BH wieder offen hat. Mhm. Genau, heute war die erste offizielle Veranstaltung über unseren Verein. Und einen schönen sonnigen Tag. Genau, haben wir richtig Glück gehabt und da konnten wir auch das erste Mal richtig zur Geltung kommen. Und wie gesagt, also Verein Heimatpflege, Kultur, Friedensbewegung kümmern uns darum, dass unsere Kulturgüter erhalten bleiben, Meinungsfreiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und eben klar der Frieden zwischen den Völkern, unter den Menschen. Und wir hatten heute unsere erste über den Verein offizielle interreligiöse Friedensprozession in Form einer schweigenden Gehmeditation vom Furtwängler-Park einmal um den Dom herum und zum Domplatz, wo wir dann eine gemeinsame Gruppenmeditation durchgeführt haben. Und das erste Mal heute war eine Premiere, haben wir nach dieser Gruppenmeditation noch hier am Residenzplatz, wo eben am 30. April 1938 das NS-Regime angefangen hat, Bücher von Heine, Hesse und anderen Dichtern und Denkern zu verbrennen, haben wir heute ein Goma. Goma ist ein buddhistisches Feuerritual durchgeführt. Dieses Feuerritual wird dafür genutzt, um sich von alten Dingen zu befreien, um alte Dinge loszulassen. Wir wollten damit mit diesem Feuerritual darauf hinweisen, dass früher die Nazis hier eben das Wissen verbrannt haben, so wie heute das Wissen von Professor Bhakti und anderen Kritikern am derzeitigen Regimewechsel oder Regimeentstehung in der Corona-Zeit, dass eben diese wissenden oder weisen Männer wie Bhakti und andere eben darauf hinweisen, werden jetzt auf YouTube gebannt, werden die Internetseiten werden gesperrt, ihre Bücher werden nicht mehr über Amazon vertrieben und das ist schon fast dasselbe wie damals, dass sie verbrannt wurden. Heute werden sie im Internet verbannt, damals wurden sie verbrannt. Und wir dachten uns, wir lösen eben dieses alte Trauma der Bücherverbrennung auf und inszenieren hier eine Verbrennung von schlechten Dingen, von Sachen, die wir loslassen wollten. Und wir haben eben, also ich habe mir einen Zettel gemacht, wo ich draufgeschrieben habe, dass ich Hass loslassen will, dass ich Zwänge von mir selber loslassen will, dass ich zwanghaftes Verhalten loslassen will, dass ich eben Angst loslassen will und andere Mitglieder oder andere Leute, die sich dazugesellt haben, haben andere Sachen verbrannt und losgelassen. Ich habe auch gesehen, dass ein, zwei Leute eben Masken verbrannt haben, was ich jetzt persönlich nicht so aufrufen wollte und auch nicht machen wollte, aber wer natürlich im Sinne dieses Ganzen sich von einer Maske befreien wollte und diese damit verbrennen, ist natürlich auch ein sehr starkes Zeichen in dieser heutigen Zeit. Und ja, wir wurden ja dann von der Polizei besucht, nachdem ein Passant diese angerufen hat und sich beschwert hat, dass wir an diesem Platz Feuer machen. Die Polizei werden wir jetzt mal sehen, was die weitermachen. Anscheinend gibt es wohl eine Anzeige. Du hast es ja angemeldet bei der Feuerwehr. Ich habe es angemeldet bei der Feuerwehr, genau. Die waren noch mit einverstanden. Die haben sich sogar auch bedankt bei mir dafür, dass ich ihm Bescheid gegeben habe. Und wir haben sogar im Nachhinein erfahren, dass sogar an dem Platz Grillen erlaubt ist. Weswegen also ein Feuer hier anscheinend gar kein Problem ist. Genau, und die Polizisten haben sich wohl mehr über dieses Maskenverbrennen gestört. Okay. Aber das Maskenverbrennen ging ja auch nicht von uns aus. Von uns war es ja einfach nur diese Friedensprozession und eben dieses Goma, eben dieses Feuerritual, wo es ja um Befreiung ging. Und wenn Leute dann sagen, sie befreien sich jetzt von der Maske als Zeichen der jetzigen Diktatur, was die Maske für sie ist, dann haben die Leute das gemacht. Das hat ja nichts mit uns zu tun. Mhm. Das hat jeder der Teilnehmer für sich selber persönlich entschieden, dass Wasser verbrennen möchte. Es war nur der Raum gegeben, hatte ich ja davor auch gesagt, das hatten wir auch auf der Kamera aufgenommen, dass wir den Raum öffnen eben für Loslassen und Befreiung. Und jeder möchte bitte das verbrennen, was er für sich verbrennen möchte. Genau. Das haben wir eh schon sehr viele Menschen gemacht. Das ist so ein individuelles Ritual. Man schreibt sowas auf einen Zettel, was einen belastet, genau. Verbrennt es dann
als Loslassritual. Genau, ja? Als Loslassritual. Das Oma-Ritual ist ein altes Ritual, was die Menschen seit tausenden von Jahren machen. Früher, das basiert ganz auf dem tibetischen Buddhismus, der sehr nah am Schamanismus ist. Und das haben die schamanischen Völker weltweit, machen das heute noch. Und die Buddhisten machen das heute noch. Die Inder haben ein ähnliches Ritual, bei dem es auch gemacht wird. Also es ist ganz normal, dass die Sachen in die Flamme gegeben werden, um sich in Rauch aufzulösen. Und man sagt ja auch, der Ärger verfliegt in Rauch. Das ist ein altes Sprichwort auch bei uns. Ja, genau, eben. Ja. Deswegen, ja. Aber es hat wunderbar funktioniert. Das war ein sehr kraftvolles Ritual, sehr stark. Wir sind schön im Kreis gestanden, haben Mantren gesungen, haben am Ende noch zusammen das Om gechantet. Es war ein sehr, sehr kräftiges Ritual. Und ich glaube auch, dass es den Teilnehmern sehr viel gebracht hat. Und wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht mit unserem schönen Verein. Und wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten. Also ihr habt es gehört, es ist jetzt der neue Verein am Laufen. Die Gruppe, die steht schon, ihr könnt euch alle mit einfinden in Salzburg, auch Salzburg-Umgebung. Genau. Es sind ja nicht nur Stadt Salzburg unterwegs, von Hallein, von Antering. Gibt es auch bundesländerübergreifende Teilnehmer auch? Ja, wir haben Leute aus Linz, die mit uns, wir kooperieren mit der Friedensbewegung in Linz, die immer die Friedens- und Freiheitsfeste jeden Freitag veranstalten. Mit denen kooperieren wir und wir werden auch in Zukunft auf alle Fälle mehr Aktionen mit denen zusammenplanen. Schön, also wirklich gute Kooperation zwischenmenschliche Beziehungen werden aufgebaut. Da, dafür steht es ja. Das ist ja Kulturgut und wir sind ja eine Kultur- und Friedensbewegung, Heimatpflege eben, dass wir unsere Heimat erhalten wollen. Genau, das ist das, wofür unser Verein steht. War ein schöner Tag heute. Die Menschen, die was da aufmerksam geworden sind, habe ich auch beobachtet, natürlich, das mache ich immer. Ja. Haben sehr interessiert zugeschaut. Habe viele Aha-Erlebnisse in den Köpfen bei den Menschen gesehen. Ja. Es war sehr friedlich, absolut anmutig. Und ja, auch die Polizei war ja, sie kamen zwar und sie waren absolut, also man hat gemerkt, sie hatten, glaube ich, wussten nicht genau, was sie damit anfangen sollen, aber sie waren sehr froh, dass wir sehr friedlich waren und sehr ruhig waren. Und sie haben ja gesehen, wir stehen im Kreis und singen Mantren. Und sie haben mich ja dann auch nur gefragt, wie lange das Ganze noch gehen soll und wollten es ja auch gar nicht unterbrechen. Deswegen möchte ich auch nochmal Danke sagen in dem Punkt an die Polizei, dass sie uns dieses interreligiöse Ritual einfach zu Ende haben bringen lassen, ohne uns dabei zu stören. Und danach halt gesagt haben, sie müssen jetzt halt eben diese Anzeige wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz schreiben. Wobei es ja keine Versammlung in dem Sinne war, sondern es war eine interreligiöse Zusammenkunft zu einem Ritual, welches ja eindeutig von der Verfassung... Dazu bräuchte man ja nicht einmal eigentlich einen Verein, eigentlich, weil was interreligiös abläuft, ist gedeckelt durch die Religionsfreiheit in Österreich, genau. Und, aber wenn es sogar der Verein eben noch macht, ist es noch mehr. Und unser Verein verschreibt sich ja eben interreligiösen Disziplin und interreligiöser Zusammenarbeit, dass eben alle Menschen aus allen Kulturbereichen zusammenkommen können, ihre Kultur bewahren und gemeinsam etwas Neues schaffen und gemeinsam eine bessere Welt für alle Menschen schaffen kann. Genau, mit Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und dass wir halt gemeinsam eben als, weil wir leben ja alle gemeinsam hier in Europa und da gemeinsam nach vorne schreiten können, sei es jetzt Islamisten, sei es Hindus, sei es Buddhisten, sei es Christen, sei es ohne Bekenntnis Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Es muss ja nicht auf Religion sein. Ja, genau, es reicht auch eben die Glaubensüberzeugung, eben die Leute, die an Schamanismus glauben oder Leute, die auch nur an Technik glauben oder nur an Wissenschaft, ist egal, dass wir alle gemeinsam, jeder bringt das ein, was er möchte und gemeinsam schreiten wir nach vorne in die Zukunft und lassen uns eben nicht unterdrücken und lassen uns eben nicht unseren Mund verbieten und lassen uns vor allem auch nicht einsperren und eben nicht sagen, was wir machen dürfen und was nicht. Weil was wir machen dürfen, entscheiden wir selber. Und unsere Grenzen enden da, wo die Grenzen des Nächsten beginnen und nicht woanders, wo uns jemand sagt. Also wir sind eine große Menschheitsfamilie, ob Technokraten, Atheisten, genau. Gläubige, was auch immer. Es geht um ein Thema, um die Menschlichkeit, um die Menschheitsfamilie. Genau. Und so trefft ihr euch jetzt öfters immer am Sonntag? Wir treffen uns jetzt öfter, die nächsten Sachen werden bekannt gegeben. Wir müssen jetzt schauen, wir werden es, wie gesagt, die nächste Woche, sobald es möglich ist, den Verein einreichen, ganz offiziell. Und die ersten Leute haben wir schon unterschrieben für den Verein, also an sich ist er schon gegründet, er ist jetzt halt nur noch nicht eingereicht. Und wir werden uns jetzt wahrscheinlich jede Woche treffen, bis jede zweite Woche werden wir Aktionen starten in Salzburg. Und es wird jetzt auch einige große Aktionen in Salzburg sind geplant. Wir wollen größere Kundgebungen und Friedensfeste veranstalten. Wir sind jetzt eben gerade dabei, das zu organisieren und aufzubauen. Sehr schön. Somit, ich habe es gehört, was der Merlin gesagt hat, es ist eine tolle Gemeinschaft hier, wirklich eine schöne Menschheitsfamilie, was sich trifft. Von allen Klassen, Glaubensrichtungen, Altersgruppen. Es geht jetzt wirklich darum, dass wir schauen, dass wir unsere Meinungsfreiheiten ausleben dürfen, dass wir die Menschlichkeit ausleben können. Und wichtig ist halt, dass wir alle halt auch einfach verstehen, dass man Respekt vorm Leben haben soll. Ganz genau, genau. Das und ist ein... wir daraus handeln und aber auch wir damit behandelt werden möchten. Genau, darum geht es auch hier. Das ist auch mit eins der Ziele des Vereins. Somit, danke, dass ihr das alles so toll auf die Füße gestellt habt heute wieder. Und euch möchte ich auch anregen, wenn es mal wieder in Salzburg seid, schaut vorbei. Mit dabei sein ist immer besser, wie nur vom Monitor. Gell? Somit danke für den schönen Tag. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Genau. Somit
Schaltet euch wieder ein oder noch besser, seid mit dabei beim nächsten Mal. Pfiat euch. Tschüss. Sehr gut. Ja, genau. Ich habe jetzt eine sehr aktive Aktivistin getroffen, die sogar Flyer verteilt. Vielleicht schauen wir uns das einmal genauer an. Ich habe da Flyer mit, Sirgi. Corona-Datencheck. Hoffentlich sieht man das da so nicht. Ja. Ja, cool, und was habt ihr denn da noch Interessantes? Die Bewegung 2020. Ja, sehr aktiv. Danke, dass ihr das macht. Sehr wichtig. Mhm. Da werden wir es gleich Backerl mitnehmen. Ha? Eine ganz schöne Auswahl. Ha? Ganz was Wichtiges. Genimpfung. Mhm. Dann die Fakten von Corona. Die werdet ihr euch alle einscannen, dann könnt ihr es nachher genauer anschauen auf dem Monitor. Das ist auch ganz wichtig. Gerade im Moment jetzt. Und da geht es um die Kinder, genau. Mhm. Das ist das Wichtigste, warum wir da auf der Straße sind. Das ist natürlich auch ganz ein wichtiger Punkt im Moment. Mhm. Die Spaltung. Man sieht schon, Fairdenken, Querdenken hat sich schon auseinandergespalten. Sehr wichtig. Also das ist ein Mutzpaket an Informationen. Ja. Mhm. Ja, das sind meistens und wir haben auch irgendwie Corona-Zahlen, die zustande kommen. Wow, danke. Da darfst du mir wirklich etwas mitgeben. Ja, gerne. Ich muss nur sagen, von was allem. Also schaut, es gibt genug zum Verteilen. Man muss nicht nur Flyer verteilen. Man kann auch durch die Stadt spazieren, mit den Menschen reden einfach. Durch Reden kommen die Leute zusammen. Und da heute sehe ich mit den Touristen, mit den Einheimischen, mit der Kassafrau, mit dem Bäcker. Also wenn sie denkt, ich habe keine Flyer, ich komme da nicht dran, habe kein Geld zum Ausdrucken. Das Reden, das kostet kein Geld. Kein Papier, keine Druckerschwärze. Obwohl, wenn man was in der Hand hat, noch umso besser, gell? Okay. Ja. 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 Ja.